Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange True Colors. Okay, wir haben auch den ganzen hier noch zu erledigen, sehe ich gerade. Erstmal Tasche auspacken. Wir haben Blumen werden noch gesucht. Sieh mal alle an. Ich entscheide mich zu glauben, dass es dann nicht um mich geht. Ist ganz hinhergezogen, genau. So. Okay, das war das. Genau, die ganzen SMS. Ryan hat noch geschrieben. Ah ja, wirklich nett, den Plattenladen kennenzulernen. Freue mich darauf, später mehr zu reden. Ja, genau. Hat mich auch gefreut. Sehr cool. Was geht mit Steph? Ja, tut mir leid, dass ich wieder in der Verrückte rausrennen musste. Freue mich darauf, dich heute Abend. Das war eine coole Party. Shell ist sie. Ja. Aber da scheint auch von früher jemand zu sein, ne? Tali gestern, ja. So. Okay, das scheint wohl eine Freundin von ihr zu sein. Alles klar. So. Okay, ja, die scheint mir gute Freundin, aber musste dann eben vermissen. Alles klar, gut. Kurz mal. So, Lynn war, glaube ich, die am Anfang. So. Geht da ab. Okay, ja. Den Rest gehen wir so irgendwann mal durch. Tagebuch haben wir auch noch. Tessa Wut. Ah, das sind, glaube ich, die. Obwohl. Kann ich da noch irgendwo. Ne, das war's. Okay. Dann, achso, ja. Ich kann hier wieder das Gamepad nutzen. Oh, einiges. Haben wir einen Riss? Es sieht leider so aus, als hat Mr. John Chen San Miguel 6 Monate nach seiner Ankunft verlassen. Steht in seiner Akte zufällig seine neue Adresse? Es tut mir leid, Sir. Solche Informationen speichern wir nicht. Danke, dass Sie das Standesamt von San Miguel angerufen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Nein, 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 nein! Hey, legen Sie bitte nicht! Ah, okay, das sind wohl dann die Sammelobjekte. Alles klar. Grüße von Mexiko. Scheint, als hätten wir beide Leute, die versuchen, uns zu helfen. Ich bin froh, dass es Gabe geholfen hat. Okay, Gabe, ich habe deinen Brief gestern erhalten. Mir geht's blenden. Falls du hier einen Neustart brauchst, komm hierher, denn Heiliger Stroh sagt, das Essen ist großartig und die Trinks noch besser. Ich werde es nie überdrüssig zu hören, wie gut es für dich läuft. Manchmal denke ich an unser erstes Treffen in der Jugendstrafanstalt. Sicher, du hast mir 3-mal gesagt, ich soll mich verpissen, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der jedem meiner Worte so genau zugehört hat. Ich wusste da schon, dass du mit allem zurechtkommst. Der Punkt ist, du warst der beste Junge, für den ich je Mentor war. Vergiss das nicht. Lass mich wissen, wie es mit Alex läuft. Hoffentlich findest du sie. Mit Liebe, Len. Mein Horn. Poster. Gabe scheint gut hierher zu passen. So.
Gemeinschaft, Skill Events kostenlos. Ja, da scheinen diverse Veranstaltungen zu sein. Oh Mann. Gabe hat immer gewonnen. Der Arsch. Das Gupsis? Nee, Upsis heißt es. Hm? Ich würde irgendwie noch einen Highscore machen. Bettschublade. Ah, da ist noch ein Brief. Also haben Gabe und Riley an ihrem Bewerbungsgespräch gearbeitet und Mac dachte, die beiden schlafen miteinander? Das ist so dumm. Okay, Coral Institute. Frau Leith, ihre Bewerbung für die Programmierungsstartplattform Sommer 2019 von CT wurde begutachtet und wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Sie zu den Gesprächen weitergekommen sind. Das Zulassungsamt wird Sie in den nächsten Tagen kontaktieren, um einen Termin für Ihr Gespräch festzulegen. Glückwunsch und viel Erfolg. Hey, was passiert? Hilf mir mit den Vorbereitungen. Tja. Riley, hör mir doch zu. Seine Geschichte stimmt nicht. Der steht auf dich. Schatz, er hilft mir nur bei der College-Bewerbung. Wusstest du schon, dass Typen manchmal auch einfach nett sein können, ohne etwas dafür zu erwarten? Ein Schulabbrecher, ein Typ, der im verfluchten Jugendknast gesessen hat, will dein Lernkumpel sein? Weil er so ein großes Herz hat, oder was? Oh mein Gott, Mac, wir sind nur Freunde. Zwischen Gabe und mir läuft nichts. Alles klar. So, haben wir das mitgenommen. Sehr schön. Alex, soll ich mir das wirklich ansehen? Wow, Gabe. War ja echt eine Schnitzeljagd. Okay, Ministerium für Sozialdienst von Oregon. Umleitung. Dort kann ich weitergehen für so eine Direktorin. Da untergebracht. Anita und Eduardo. Mann, die gehörten zu den Guten. Hallo Gabe, Eduardo und ich freuen uns sehr von dir zu hören. Wir sind froh, dass es nach all diesen Jahren so gut für dich läuft. Colorado ist sehr weit weg. Leider war es schwierig, weiter mit Alex zu reden, nachdem sie im System war und wir wissen jetzt nicht, wo sie lebt. Hier ist Telefonnummer der Agentur, vielleicht können sie helfen. Leitung nur am dritten Mittwoch jedes Monats verfügbar. Versuche soziale Dienste, Kindeswohl. Wir wünschen dir viel Glück dabei, sie zu finden. Alles Liebe. Wow. Gabe sucht schon seit einer Weile nach mir. Ja. Ich will keinen Kerl. Automatische Voicemail. Durchkommen ist sie nicht. Alte Nummer. Kerl namens Adam. Nein. Okay, da wäre der Rucksack. Aber wie gesagt, ich schaue mich hier erstmal noch ein bisschen um. Gabe wollte schon immer so ein Fahrrad. Ein Schwert? Ist das ein Schwert? War da nicht irgendwas von wegen Lab organisieren? Wir haben den Song nie zu Ende gehört. So, Skulptur. Charlotte hat die gemacht? Gabe hat gesagt, sie sei Künstlerin, aber mir war nicht klar, dass er das als Beruf meinte. Ich könnte nie so viel von mir preisgeben. Echt gut geworden. Als ich die damals gelesen habe, war der Artstyle noch anders. Idle Comics on Offlet. Ist bestimmt von Ethan. Wie oft der Gabe wohl gezwungen hat, das zu spielen. Oh, noch ein Foto. Warte, was? Ist das ein echtes, totes Reh? Ja, müssen wir mal nachfragen. Die jagen gehen. Gabe beschäftigt sich mit Comics und Kunst? Er hängt sich echt rein für Ethan und Charlotte. Scheint so. Okay, da ist noch ein Buch. Oh, krass. Sieht aus, als hätte Gabe es echt gelesen.
Die großzügige Umarmung, verantwortungsbewusste Erziehung. Ah ja, okay. Kapitel 4 ist am wichtigsten, besprechen wir es mit etwas Wein. Ich liebe dich. Sehr cool. Live auf Sendung vom Plattenladen aus. Wie verdammt cool ist das denn? Wenigstens habe ich mich vor Ryan und Steph zusammengerissen. Ja, die sind ja nicht ganz so ausgetickt. Ja, scheinbar übernimmt sie die Emotionen des Gegenübers. Wow, sieht aus, als hätte Ryan meinen Bruder in einen Vorzeigebürger verwandelt. Alle Werbung für Haven. Ich glaube sonst... In der Ecke ist nichts mehr. Tour hatten wir, dann... Na gut, haben wir die Kommode noch. Noch ein Foto. Na komm, wir zocken jetzt erstmal. Fahrrad habe ich mir noch nicht angeschaut, ne? Gabe wollte schon immer so ein Fahrrad. Vielleicht doch. Okay. Wie hat er die... Sorry. Ich dachte, du wärst fertig. Hoch runter, hochklettern, vermeide, Verstärkung, sammel alle. Springen. Links, rechts. Ah ja, okay. In Ordnung. Nein, geh doch von der Leiter runter. Na. Okay, drüber springen ist nicht. Ja, ist ja nur zum Reingucken. Ah, wahrscheinlich muss... Ne, kann ich da abspringen? Ne, kann ich. Kann ich da wieder hochklettern? Nö. Oh, es kommt ein zweiter Geist. Wahrscheinlich, weil ich mir zu viel Zeit gelassen habe. Jetzt halt echt unpraktisch. Super unpraktisch. Ja, die Ecke ist halt... Der war die ganze Zeit da. Das ist echt nicht gut. Warte mal, das war auch nichts. Ja gut, dann war es das jetzt, glaube ich, eh. Ja. Ach, die scheinen aber ihre Patterns zu haben, wie das aussieht. So, das vermeiden. Ja, komm. Ich muss alles einsammeln, mir scheint. Okay. Und dann nochmal fliegen. Okay. Schnell. Boah, das war knapp. Das war knapp. Gut, dann, ja, jetzt muss ich da wahrscheinlich kosten, aber hey. Esco werden 60.000. Ja, da wird es wahrscheinlich auch eine Schiefen für geben. Mal runter. Und das da geht dann besser. Ha. Ja, die scheinen echt nur so ihre Kreise mehr oder weniger zu ziehen. Muss man dann halt alles abtimen. Gut. Okay, und das erledige ich nicht. Ich da reinspringen kann? Aber gut, hat es jetzt erstmal erledigt. Jupp. Aber gut. Schön, da mal reinzuschauen. So, da haben wir das Medaillon noch. Ich frage, ob wir hoch können. Was für eine Ehre. Die Schwester des Zweitplatzierten des großen Gummientenrennens zu sein. Mhm.
Siehst du mal, das hat nicht jeder. Ne, hoch geht nicht. Gut, dann endlich mal den Rucksack auspacken. Ah ne, weil die Komodo hatte ich mir nicht angeschaut. Wir können sie umziehen. Na, warum nicht? Das glaube ich ja nicht. Gabe hat das Foto auch? Sieh dir unsere Eltern an. Mama ist gesund. Und Dad noch kein völliges Arschloch. Gut, genau, umgezogen haben wir uns. Dann jetzt endlich mal zum Rucksack. Oh Gott, Shushu wird auf diesem schönen Bett so schäbig aussehen. Sie hat mir wirklich durch schwere Zeiten geholfen. Aber das liegt jetzt hoffentlich hinter mir. Wir haben wirklich viel durchgemacht, was, Shushu? Wahrscheinlich. Ah, ein Comic noch, jawohl. Ethan hat echt Talent. Macht Sinn, dass seine Mom Künstlerin ist. So, der Tunnel zur Monsterfestung von Dämonenheim eingestürzt? Foreshadowing. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Die Uniform der Stadt war anscheinend schon lange tot. Blut. Die Spur scheint hier zu enden, außer... Oh, aha, hier muss er durchgekrochen sein. Gleich an der Wolkenschlange, sie muss durch die Decke gestürzt sein. Wenn ich eine höhere Ebene erreiche, dann finde ich vielleicht den geheimen Eingang. Die Tage des Fliegens sind gezählt, Wolkenschlange. Aber vielleicht bist du mir noch von Nutzen. Dieses Leuchten über den Gipfel hinaus, das muss der Hintereingang der Festung sein. Dann mal ab rein da. Ein paar Briefe zum Anschauen. Ich habe nie wieder was von Sydney gehört. Hoffentlich geht's ihr gut. Hey Alex, was geht? Bist du immer noch bei Helfende Hände? Damit du es weißt, ich lösche meine Konten und tauche für eine Weile unter. Ich habe ein paar Mal mit diesem Typen geschlafen, damit ich einen Ort zum Schlafen hatte und jetzt belästigt er mich. Außerdem verlasse ich Burnside, der Aufseher ist ein Rassist und schulde ich mich dauernd zu dealen. Ich melde mich bei dir... Wenn ich eine neue Situation organisiert habe, mir gehen langsam diese Optionen aus, aber du kennst mich. Ich werde kreativ. Ich hoffe, es geht dir gut. Ist Lauren noch da? Erinnerst du dich, wie du sie verdroschen hast? Vermiss dich, du Depp. Sydney. War die nicht auch im zweiten Teil? Wenigstens war ja nicht alles egal. Kann man nicht von jedem behaupten. Ja. Ja, ist bei mir jetzt halt echt relativ lange her mit den ganzen Vorgängern. Von daher... ich die ganzen Personen nicht mehr im Kopf. Lieber Alex, ich würde es dir ja nicht vorwerfen, wenn du diesen Brief wegwirst, ohne ihn geöffnet zu haben. Falls du ihn liest, danke, dass du mir die Gelegenheit gibst, mich zu entschuldigen. Ich war nicht bereit. Ich war nicht dafür geschaffen, Pflegemutter zu sein. Der Stress, die Auseinandersetzung, das Rumschreien, es war zu viel für mich, besonders in meinem Alter. Ich hätte es besser wissen müssen. Es tut mir leid, falls ich schlimme Dinge für dich verschlimmert habe. Viel Glück da draus. Mit Freundchen... Grüßen, Fräulein August. Ich wünschte, die Medikamente hätten gewirkt. Ja, Abigail Lynn. Zweiter Name Alex Chen. Alfred Sulam. Was auch immer das Chelsea. Ist. Mein Fels in der Brandung, damals in der Wohngruppe. Ah, genau, das war ihre Freundin. Lieber Alex, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast
dass du einen fantastischen Tag hast und dass du dich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit keiner einzigen beschissenen Sache beschäftigen musst. Mal im Ernst, ich wollte dir für alles danken, was du für mich getan hast, seit wir uns kennengelernt haben. Ich fühle mich sicher und glücklich und sogar geliebt, wenn du in der Nähe bist. Ganz schön ungewöhnlich für Leute für uns, oder? Danke jedenfalls. Dafür, dass du da bist. Dass du bist. Dass du meine Freundin bist. Dafür, dass du Harley vermöbelt hast. Dafür, dass ich all deine Sachen tragen kann, auch wenn ich nicht frage. Ich will nicht wie eine Verliererin klingen, aber du bist im Prinzip das einzig Gute hier. Alles Liebe, Chelsea. Schön. Okay, dann gucken wir in der nächsten Folge mal noch, was wir hier noch am Rucksack, Fotos hätten wir noch zum Auspacken. Mal gucken, was das wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.